Zurück im sonnigen Deutschland. Ach, so gutes Wetter, ich glaube, es ist mal wieder Zeit wegzufliegen, Freunde. Wie wär's? Vielleicht nach Madrid oder Bad. Ihr habt einen Ball, den wir letztens im Video hatten, so hart gefeiert. Ihr wolltet ihn unbedingt nochmal sehen. Deswegen haben wir ihn euch haben wir noch mitgebracht, Freunde. Den magisch. Du bist so magisch. Ich wollte über dich. Bruder, ja! Ihr habt beide nicht mit dem letzten genau. Mal gespielt. Genau. Und die deswegen beiden, für die ist das Premiere. Neuland. Es ist eine Premiere, genau. Das ist mal eine richtige Beule. Das Internet oder, ist Neuland für ihr wisst Bescheid, Hose, der Cristiano Messi Ball. Für den schießt man einfach anders, Leute. Cristiano Müller. Heute machen wir andere Challenges, um auch mal den Ball in anderen Disziplinen zu testen. Dafür erstmal ein Like da lassen, nein. Freunde. Locke gläuten lassen, direkt schon mal am Anfang des Videos, ne? Wisst ihr Bescheid? Let's go! Freunde, wir starten direkt in die erste Challenge. Das ist die Cristiano Challenge. Man läuft mit dem Ball aufs Tor zu und zieht ab. Mal sehen, wie es ist, wenn er sich bewegt. Let's go! Entschuldigt den Ton, Freunde. Es regnet und wir haben so eine Wurstbrottüte über die Kamera gezogen. Also, keine Ahnung, ob man uns versteht. Let's go! Cristiano! Oh! Freunde, heute gibt es eine Premiere, denn ich werde zum allerersten Mal. Also, Freunde, ihr habt gesehen. Hat er mich einfach. Okay, ich gehe jetzt. Ihr habt gesehen, Freunde, der Ball dreht sich wieder crazy. Spidey, für diese Aktion haue ich jetzt ein Traumtor rein. Aber war ein guter Schuss. Wahrscheinlich, oder? Der Ball ist einfach unberechenbar, das ist das Problem. Oh mein Gott. Okay Leute, das war natürlich wieder Unfug mit Dressing von den Jungs. Ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Die Sonne kommt raus! Ja, jetzt die Sonne kommt jetzt für diesen Bruder muss los Ehrenschuss. Oh. Der erste war katastrophal. Es kann nur noch besser werden. Oh, die Kamera stinkt irgendwie nach Wurst. Klingt schade. Er schießt mit dem magischen Ball so dreckig. Loco mit seinen eigenen Waffen ausgetrickst, aber mir ist irgendwas ins Auge geflogen. Ich sehe nichts mehr auf diesem rechten Auge. Freunde, man sieht wieder, ist es leichter oder ist es schwieriger? Keine Ahnung. Also ich hätte gesagt, Laura hätte sonst niemals mein Tor geschossen ohne den magischen Ball. Hey, hey, was soll das? Was soll das hier? Stress? Oder was los? Nope. Oh. Freunde, jetzt kommt der berühmt-berüchtigte Aussehenrest. A la Quaresma. Guckst du und lernst. Freunde, no look. Hat man gesehen, ja? Leute, jetzt ran, jetzt mit dem neuen Tor, bam! Junge, guck zu! Oh, der wird geil! Laber nicht, Freunde, laber nicht! Yeah, Freunde! Freunde, kurz noch, Lukas hat gesagt, ich soll hochschießen, deswegen habe ich hochgeschossen. Ja, aber nicht über den Zaun. Freunde, jetzt bin ich wach, jetzt wird das Tor auseinandergenommen. Der wird auch geil. Junge, das kann nicht sein! Er läuft bis zum Elfer. Ja. Junge, was ist mit dir? Boah. Guck mal, Alter! Ich übe. Die Finger bleiben alle drin! Oh, Scheiße. Jetzt hab ich was verstellt, Alter. Cool. Letzter Durchgang, Freunde. Jeder darf noch einmal den Cristiano Müller Ball schießen. Mal sehen, ob noch mal ein Traumtor fällt. Zählt nicht. Fake, habt ihr nie gesehen. Freunde, jetzt kommt einer à la Roberto Carlos. Bist du sicher? Holz, es tut mir jetzt schon leid. Nein. Holz, tut mir jetzt schon leid. Okay, tut mir leid, ich nehme alles zurück, Holz. Du bist der Beste. Freunde, jetzt ein Tor. Aha. Einfach. Oh. Ich glaube, er hat ihn einfach ein bisschen verwirren wollen mit dem Okocha, weil die dachte schon, ah, macht er den jetzt? Und bam!
Aus dem Laufen ist es, glaube ich, echt schwieriger als mit dem ruhenden Ball, wie im letzten Video. Ja, Mann, und nachts ist auch kälter als draußen. Und du hast was im Auge, deswegen konntest du schießen. Eben, ich habe was im Auge. Irgendeiner hat Auge gemacht. Seht ihr, wie geschwollen das ist? Siehst du, der packt mir auch ganz leider rein. Oh, ja, so Freunde, jetzt gibt es die Eckendisziplin. Ecken reindrehen bzw. Ecken bringen. Man weiß ja nicht, wo der Ball hinkommt. Ja. Es gibt zwei Teams, Strikey und ich sind in einem Team. Wir werden das alles hier rasieren. Einer bringt die Ecke und der andere steht im Strafraum. Ich würde sagen, wenn wir gewinnen, fliegen wir einfach nach Barcelona. Okay. Du kommst gar nicht so weit. Gadi! Spidey, den machst du jetzt rein. Nope. Oh, der geht direkt auf! Oh, Palermo! Das war so krass! So klar, hast du schon gesehen? Ja, Bruder, braucht Trost. Jetzt für den Ausgleich für Team Paris-Brasilien. Nein! Oh, oh, der kommt! Oh! Buddy, Bro, ich weiß, das Tor hätte ich nicht kassieren sollen. Deswegen kommt es eine Sahnevorlage. Für den Ausgleich auf Strikeys Birne. Nope. Freunde, der Ball ist crazy, Mann. Ich wollte den wirklich für den Striker servieren. Aber er dreht sich einfach aus. Freunde, jetzt einen kleinen Linko hier von uns. Team Linko ist natürlich am Start. Wir machen jetzt einfach eine flache, kurze Ecke. Und der Loco haut den einfach rein. Auch dreckig. Komm, machen wir. Wir werden selbst bei den Ecken die Dreckigen ausgepackt, Freunde. Klar, Digga. Aber wir machen das mit Stil, Leute. Schaut zu. Goblin Kick. Oh mein Gott! War das hier? Oh mein Gott! Wie Messi oder wie Ronaldo. 1-1. Jeder noch eine Ecke. Okay. Jeder noch eine Ecke, Freunde. Soll ich reingehen? Jetzt machen wir auch noch ein Tor. Okay. Freunde, ich bin ungelogen an keine Ecke von Loco rangekommen. Sie ist einfach immer direkt aufs Tor gegangen und zweimal einfach reingegangen. Das muss ich echt sagen, zwei reingetreten. Wir müssen scheinbar nach Barcelona fliegen. Nach Barcelona fliegen, das war der Wetteinsatz. Jetzt gehen wir zur dritten Challenge, Freunde. Kommen wir zu Lauros Paradedisziplin. Oh ja, so ist es. Außenriss, Freistöße. Rechts oben, Freunde. So, da. Ah! Oh mein Gott. Hey Freunde, jetzt Quaresma. Der erste war jetzt kein guter Beispiel. Hm? Außenriss. Du sagst es. Außenriss. Oh! Geil! Boah, geil! Boah, geil! Ich kann auch nichts, aber Loco kann noch weniger, deswegen Loco, der geht jetzt richtig rein. Bada bing, bada bang. Bye, have a great time! Oh, Junge. Was ist das denn? Hammer, Junge, Hammer. Passt. Gerade war pures Glück vom Spidey, jetzt zeige ich dir mal, wie man das. Okay. Hast du mich gesehen, Bruder? Ja, hat mich gesehen. Egal, check das Video ab, spur zurück vor der Lucky. Boah! Hallo, möchte gern Roberto Carlos. Nix tanze. Wer ist dieser Quaresma? Du nicht. Du nicht, aber wahrscheinlich werde ich zeigen, wie dieser Quaresma ist. Du auch nicht. Wow. Letzte Runde, Freunde. Die Kirschen
haben schon ihr Glockenakku da gelassen. Aha! Kirchen haben ihren Glockenakku da gelassen. Freunde, ich werde jetzt ziehen auf die Eckfahne und dann geht der oben links rein. Nur weil die Glockenakkus die Kirchen da gelassen haben, ne? Korrekt. Ich habe noch mal jetzt eine spezielle Idee, was mir gerade eingefallen ist. Traumtor! Digga! Freunde, ist ein bisschen kalt geworden, deswegen jetzt mit Kapuze, falls es anfängt zu regnen, ihr wisst Bescheid. Was? Wie ging das denn? Stopp! Wow. Oh! Ich mag es leider nicht so offen. Oh, die Farbkombination ist sehr schön. Okay. Das war's für Sie heute, Freunde! Freunde! Der Ball war wieder magisch. Wie hat dir der Ball gefallen? Du hast ihn ja noch nie geschickt. Ja, das war sehr, sehr gut. Hallo. Ah, okay. Sehr schön. Freunde, lasst die Glocke läuten, lasst ein Like da, schaut auch bei den anderen Jungs vorbei, Kommentare kommentieren und wir sehen uns im nächsten Video. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir alle mit L anfangen? Ja. Hazel, Arnis, Eli. Ja, alles mit L. Ciao, Leute. L wie Liebe. Ciao.